Der eine schreit, der andere ratet, klingt einfach, ist es aber ganz und gar nicht. Kollege! Ratlosigkeit pur. Jeder kennt es, je lauter die Bässe, desto schlechter die Kommunikation. Wir testen, wie gut verstehst du dich wirklich im Club und checken. Was schreist du? Wir sind in Essen auf der Unikat im Club Naked. Hier tanzen über 300 Leute zu harten Hip-Hop-Beats. Bis zu 100 Dezibel dröhnen aus den Boxen. Kann man sich da überhaupt noch verstehen? Hilft Körpersprache oder mehr Stimme? Man muss manchmal ein bisschen schreien oder Lippen lesen können. Deswegen. Richtig, Arthur hat das Prinzip schon verstanden. Zwar kennt er seinen Mitspieler Sammy erst seit 2 Stunden, aber die beiden sind sich sicher. Komm, 6 schaffen wir, oder nicht? Schaffen wir. Der Rekord liegt bei 10 Begriffen. Mal schauen, wie sich Sammy und Arthur schlagen. Immerhin, es gibt 10 Euro pro richtig erratenen Begriff. 2 Minuten Zeit, los geht's. Kuss. Dose. Kuss. Kuss. Fängt schon mal gut an. Whisky, Cola. Whisky, Cola. Cola. Whisky, Cola. Handbewegungen gelten nicht. Kaugummi. Kaugummi. Gäste, Liste. Links, linke. Keine Ahnung, ja. Oh, warte. Luft. Luft. Theke. Segel. Theke. Liegen. Mach weiter. Kollege. Cousine. Kollege. Studige. Mach weiter. Sammy wird zwar lauter, aber Knutschen. Es wird nicht besser. Knutschen. Boah, und nochmal schwer, Bruder. Rauchen. 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 Sauber. Das war's? Ja, so schnell gehen 2 Minuten um. Kollege. Ah. Tja, ihr zwei, doch nicht so einfach, oder? Ich war übertrieben schwer, gell? Ich konnte es gar nicht raten, muss ich auch übertrieben abgelenkt. Und ganz ehrlich, die 4 Worte, die ich erraten habe, weil ich gar nicht vieles gemacht habe. Kuss, Rauchen, Luft und Kaugummi sind zwar keine 6 richtigen Begriffe, aber immerhin 40 Euro. Bis zum nächsten Mal bei Was schreist du? Die einen sehen einen praktischen Nutzen in ihr, die anderen sind süchtig danach und die nächsten nutzen sie, um ihren Kontrollzwang auszuleben. Ja, wir wissen, warum 100 Millionen Menschen WhatsApp nutzen.